Einen schönen guten Abend, liebe Trader. Stellen Sie sich bitte Folgendes vor. Ich sitze um 21.30 Uhr auf dem Sofa. Wobei, stellen Sie sich bitte nicht vor, wie ich auf dem Sofa sitze. Stellen Sie sich vor, dass Sie um 21.30 Uhr auf dem Sofa sitzen. Genau. Sie sitzen um 21.30 Uhr auf dem Sofa. Und auf einmal kommt eine Push-Notification rein um 21.33 Uhr. Und auf Ihrem Handy-Display steht: EBIT des Daimler-Konzerns im ersten Quartal deutlich über den Markterwartungen. So ist das gestern geschehen. Ich habe daraufhin sofort meine Ordermaske geöffnet und der Daimler-Kurs war noch unverändert. Er war bei Trägergeld lang und schwarz quasi noch unverändert. Man konnte auf Xetra-Schlusskursniveau Stücke kaufen. Dann, heute Morgen, stand die Aktie bei plus 0,35%, ging sie in den vorbörslichen Handel. Was Sie hier im Endeffekt sehen, ist neue Trader-Technologie. Das sind die neuen TraderFox-Algorithmen, die folgende Aufgabe haben. Aus dem Nachrichtenfeed von DPA FX Pro, den Sie hier sehen, mit über 1000 Meldungen am Tag. Da kommen den ganzen Tag kommen über den Nachrichtenticker die Meldungen rein. Aus diesem Nachrichtenfeed, dieser Nachrichtenfeed wird von unserem Algorithmus überwacht. Und sobald eine bedeutsame Nachricht vorliegt, wird eine Push-Notification verschickt, so wie gestern Abend im Falle von Daimler. Wenn Daimler die Zahlen übertrifft und gemeldet wurde das um 21.32 Uhr, um 21.33 Uhr haben wir dann erkannt, dass es eine bedeutsame Nachricht ist und unser Bot hat automatisiert die Push-Notifications verschickt. Was wir hier sehen, ist nicht nur ein neues Tool, es ist aus meiner Sicht die Zukunft, wie Trading-Software arbeiten wird. Trading-Software hat oder wird die Aufgabe haben, dass sie den Nutzer dann aufmerksam macht auf Gewinnchancen, wenn es diese eben gibt. Dieses klassische Vorgehen des Tradings, dass sich ein Trader stundenlang vor dem Desktop platzieren muss, dass ein Trader stundenlang Kurslisten beobachten muss, auf Signale warten muss, die läuft jetzt aus. Ich bin fest davon überzeugt, dass in 5 Jahren erfolgreiches Trading so aussieht. Ich habe meine autonom und intelligent agierenden Bots richtig konfiguriert, so dass ich quasi eine Push-Notification direkt bekomme, wenn es etwas zu gewinnen gibt, wenn es eine Gewinnmöglichkeit gibt. Und diesen neuen Trend, der das Trading aus meiner Sicht komplett über den Haufen werfen wird, den versuchen wir mit TraderFox anzuführen. Und diese neuen Bots rund um DPA AFX Pro gehen genau in diese Richtung. Jetzt möchte ich in diesem Webinar Ihnen zeigen, welche Features wir rund um diesen Nachrichtenfeed haben. DPA AFX Pro ist der wichtigste Nachrichtenfeed im deutschsprachigen Raum. Sie bekommen hier eine perfekte Abdeckung des deutschsprachigen Marktes. Sie bekommen ein komplettes Coverage der wichtigsten Analysten. Wenn ein Analystenhaus eine Aktie mit 50% auf Kaufen stuft, dann wird sowas im DPAFX Pro Feed gemeldet. Und ich möchte den jetzt hier vorstellen. Wir haben hier natürlich einen klassischen Nachrichtenticker. Hier kommen die ganzen Nachrichten rein. Und früher, als ich als News Trader angefangen habe, bestand meine Aufgabe wirklich darin, diesen Nachrichtenfeed zu verfolgen. Ich saß den ganzen Tag am Ticker. Ich habe mir einen Beep-Ton aktiviert und immer wenn eine neue Nachricht kam, habe ich diese Nachricht gecheckt. Diese Art von News Trading kann hochprofitabel sein. Damit habe ich meine erste große Kohle verdient. Mit Momentum Trading und News Trading.
Ich habe sehr schnell reagiert und dann ging die Post ab. Ich mag News Trading. Es ist eine sehr direkte Trading-Methode. Man weiß eigentlich relativ schnell, ob man etwas richtig interpretiert hat oder nicht. Die Gewinne kommen sofort. Und das ist sehr angenehm. Darum, wer aktives Trading betreibt und die Zeit reinsteckt, sollte eigentlich auf jeden Fall News Trading betreiben. Diesen direkten Impact hat man nur bei dieser Trading-Variante. Was wir hier eingebaut haben, ist, dass ich mich extrem schnell informieren kann. Wenn eine Nachricht zu Trägerwerk kommt, klicke ich mit der rechten Maustaste drauf, ich öffne die Infobox und sofort habe ich alle Infos bezüglich Trägerwerk. Und zwar die zukünftigen Analystenschätzungen, wie sich Umsatz und Gewinn entwickeln werden und wie die Vergangenheit aussieht. Und das brauche ich. Somit kann ich mich in wenigen Sekunden orientieren. Und das ist vor allem dann wichtig, wenn es darum geht, was in der Nachricht genannt wird. Wenn in der Nachricht eine Wachstumserwartung steht, kann ich die sofort vergleichen mit dem, was aktuell erwartet wird. Eines der schönsten Beispiele war ja auch vor 2 Wochen, als ich das erste News Trading Webinar gehalten habe. Da kam Pfeiffer Vacuum rein und das Management hat davon gesprochen, dass das Umsatzwachstum bis jetzt bei 20% war in den ersten Monaten. Der Analystenkonsens war zu diesem Zeitpunkt aber nur bei 3% Wachstum. Und da sehe ich sofort über diese Kombination. Nachricht kommt rein, rechte Maustaste und dann die Infobox entsprechend öffnen. Und dann kann ich mich hier über diese Aktie sofort informieren. Dieser Nachrichtenticker ist natürlich die Basis. Nun, das zweitwichtigste Tool sind die Price Reactions. Der Price Reaction Scanner läuft in Echtzeit. Jede Nachricht wird von unserem System getrackt und ich sehe hier, welche Aktien auf Nachrichten reagieren. Puma zum Beispiel. Puma hat gestern angefangen, da kamen die Meldungen rein, Analystenaufstufung von Berenberg Bank. Ich habe im Trading Room gesagt, Puma hat jetzt ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Bei Puma könnte jetzt nach oben was gehen. Ja, ich zeige mal die entsprechende Stelle in unserem Trading Room, dass Sie das sehen können. Ja, das mache ich auch immer noch, wenn ich aktiv handle. Dann sitze ich natürlich auch am Desk und beobachte diesen Price Reaction Scanner und sehe sofort, wo Aktivität stattfindet. Und jetzt zeige ich Ihnen kurz Puma. Ich hatte es hier schon gefunden. Ja, gestern habe ich gleich geschrieben, um 8.35 Uhr, einer der Trendfolgecharts mit dem besten CRV kann aus meiner Sicht gerade die Aktie von Puma hinvorweisen. Die Berenberg Bank erhöhte heute leicht das Kursziel auf 335 Euro. Und dann stelle ich die Highlights von Puma hervor. Ja, und im Endeffekt, das meiste Trading findet ja auch so statt. Es kommen neue Nachrichten, man interpretiert die Nachrichten, schaut den Chart an. Und wenn wir wie bei Puma dieses klassische Verhältnis haben, rechte Maustaste, ich öffne den Chart hier, dieses Verhältnis. Gute Nachricht, Konsolidierung auf hohem Niveau, dann kann man hier von einem guten Chance-Risiko-Verhältnis ausgehen. Und so gehe ich ja auch an die Märkte aktiv ran. Und die Puma-Aktie, die steigt ja nicht auf einmal die hat ja nicht auf einmal angefangen, gestern durchzuziehen von 0% auf plus 12%. Die ist kontinuierlich, hier ist der 5-Minuten-Chart, die hat kontinuierlich ihre Gewinne ausgebaut. Die ist kontinuierlich stärker geworden. Und wo die Nachrichten sind, die gerade die Kurse bewegen, kann man mit diesem Price Reaction Scanner in Echtzeit verfolgen. Eine absolute Innovation am deutschen Markt. Das werden Sie in dieser Form meines Wissens nach nirgendwo so finden. Das zweite wichtige Tool sind die News Alerts. Hier können Sie sich einstellen, wann Sie E-Mails geschickt bekommen wollen. Sie können sagen, wenn eine Aktie nach einer Nachricht um 3% steigt, möchte ich informiert werden. Sie können aber auch sagen,
Wenn eine Aktie um 2% steigt, seit gestern, dann schick mir eine E-Mail. Also, gestern kam eine Nachricht und heute kann die Aktie um 2% steigen, dann schick mir eine Nachricht. Sie können sich hier quasi wirklich individuell konfigurieren, wann Ihnen Nachrichten per E-Mail zugeschickt werden sollen. Dann ein neues wichtiges Tool. Wie schon vorher erwähnt, diese News Impacts. Sobald eine wichtige Nachricht kommt, wie auch hier bei Trägerwerk gerade, hier hat unser Bot gerade eine Notification verschickt um 18.10 Uhr. Wir haben das ja gerade live beobachtet. Um 18.09 Uhr kam die Ad-Hoc-Mitteilung und unser Bot hat um 18.10 Uhr jetzt schon die Push-Notification verschickt. Da stand der Kurs noch bei 75, 73 Euro. Jetzt steht er bei 96, 14 Euro. Sie sehen, wenn ich die Webinare erhalte, verliere ich bares Geld, weil ich auf Chancen nicht reagieren kann. Also, so funktioniert unser Bot. Wenn es etwas Wichtiges in diesem Nachrichtenfeed gibt, dann bekommen Sie eine E-Mail, wenn Sie hier Ihre E-Mail eingetragen haben. Die können Sie hier eintragen. Oder Sie bekommen, wenn Sie die App haben, eine Push-Notification. Ich empfehle Ihnen die App, das ist genial, das macht süchtig. Dann gibt es hier oben den Reiter Hot News. Diesen Hot News Reiter sollten Sie mehrmals am Tag durchgehen. Hier werden alle Aktien aufgeführt, bei denen es eine auffällige Nachrichten- und Kursaktivität gibt. Wenn es zu Werten auffällige viele Nachrichten gibt, sind die hier aufgeführt. Es hilft mich sofort zu orientieren, wo am Markt viel los ist, wo Nachrichten da sind, wo auch Kursbewegungen drin sind. Hot News. Dieser Punkt. Auch ein sehr, sehr wichtiges Tool. Das verwende ich mehrmals am Tag, um eine Übersicht zu bekommen. Die News Impacts verändere ich, um informiert zu werden. Dann bekomme ich die Push-Notification auf mein Smartphone. Ich werfe einen Blick da drauf und kann dann sofort entscheiden, ob ich die Nachricht für relevant erachte oder nicht. Und wie gesagt, das ist die Zukunft. Trading, wie es heute ist, dass man lange vor diesen Kurslisten sitzen muss, das wird nicht mehr so stattfinden. Trading wird so stattfinden, dass die gesamte Nachrichtenüberwachung, warum ist jetzt mein Browser umgesprungen? Dass die gesamte Nachrichtenüberwachung von automatisch agierenden Bots erfolgt, die mich als Trader dann informieren, wenn es etwas zu gewinnen gibt. Kommen wir zum nächsten Tool. Kommen wir zum Pivotal Point Scanner. Pivotal Points sind wichtige Nachrichtenpunkte, die starke Preisbewegungen auslösen. Diese werden hier angezeigt. Zum Beispiel der Pivotal Point bei Fraport. Nachrichten machen Kurse. Nachrichten bewegen Kurse. Nachrichten sind der Ursprung von Rallye-Bewegungen. Nachrichten lösen Kursbewegungen aus. Fraport. Tesla Motors. Basler. Nachrichten machen Kurse. Nachrichten lösen Bewegungen aus. Gary Weber. Evotech. Nachrichten lösen Kurse aus. Sie brauchen eine Software, die Ihnen systematisch wichtige Nachrichten aufspürt. Das ist TraderFox. Wacker Neuson. Nachrichten lösen Kursbewegungen aus. Sie sehen das hier. Das Besondere, ich kann mir hier auch Aktien anzeigen lassen, die an ihren Pivotal News Points relativ nah dran sind. Wir sehen das hier. Hier habe ich einen Pivotal News Point und die Aktie ist gerade am Support. Das ist ja ein Muster, das ich auch sehr gerne handle. Pivotal News Point begleitet von einem Gap Up. Dann konsolidiert die Aktie. Das Gap Up wird nicht geschlossen. Hier das Gap Up bleibt bestehen. Das ist ganz wichtig. Und wenn es dann weitere Stärke gibt, dann springe ich mit auf. Ein ganz beliebtes Muster, das ich sehr oft handle. Die Aktien, die an ihrem Supportniveau sind, nach dem Pivotal News Point, können Sie sich hier identifizieren lassen mit diesem Scanner Pivotal News Points. Sie sehen, wir haben mächtige Tools. Wir haben mächtige Tools rund um diesen DPA AFX Pro Nachrichtenfeed gebaut.
Und das Eigentliche, was für uns Trader besonders gut ist, dass wir diesen Nachrichtenfeed auch komplett mobil mitnehmen können. Sie können das mobil mitnehmen. Hier. Hier habe ich meinen Echtzeit-Nachrichtenfeed immer dabei. Die News Impacts habe ich hier mit dabei, das Radar habe ich hier mit dabei. Ich habe hier, ich kann alles mitnehmen. Und ich, wenn ich den Nachrichtenfeed checke, mache ich das ganz häufig über mein Smartphone. Wenn ich um 7.30 Uhr aufwache, ist mein erster Griff zum Handy. Ich öffne die TraderFox DPIFix Pro App und schaue, welche Nachrichten es gibt und welche Aktien anfangen auf Nachrichten zu reagieren. So, dieses Tool haben wir gebaut. Gibt es Fragen? Gibt es Fragen zu diesem Tool? Wie kann man einen Alarm setzen, wenn eine Aktie zum Beispiel 3% steigt? Das geht folgendermaßen. Das Tool, das man hierfür braucht, ist dieses News Alerts Tool. Dann stellen Sie die Regel auf. Neue Alert-Regel, 3%, wenn eine Nachricht heute kommt, E-Mail senden, speichern. Und schon habe ich diese Regel gesetzt. Wie sollte man in der App die Mitteilung am besten einstellen? Im Endeffekt unsere empfohlene Konfiguration, dass man die News Impacts aktiviert hat. Diese News Impacts werden von uns, da wird der Algorithmus von uns gerade auch noch aktiv verbessert. Er hat ganz klar das Ziel, dass man alle Nachrichten im Schirm hat, die gerade relevant sind. Wir haben hier jetzt zum Beispiel einen neuen Filter hinzugefügt, der heißt On Fire. Wenn so etwas passiert wie vor 2 Wochen bei Aurelius oder jetzt bei Dialog, da ist richtig Bewegung drin ist, dann wird gar nicht lange gefackelt, wenn bei Dialog eine Meldung kommt, dann wird die sofort durchgepusht, weil die Aktie on fire ist. Und bei Aurelius war das ja zum Beispiel eine gigantische Trading-Möglichkeit. Die Aktie stürzte ab, dann kam das erste Analystenhaus, damals Otto Seidler, und hat gesagt, wir bleiben bei unserer Kaufempfehlung für Aurelius. Und die Aktie hat eine 20% Intraday-Bewegung nach oben gemacht. Ich habe das gesehen, ich war am Nachrichtenticker, ich habe mir alle Aktien zuschicken lassen von Aurelius. Aber dieses, dass man sich bei solchen Aktien mit solchen starken Bewegungen, dass man hier den Nachrichtenalert extra aktivieren muss, das ist jetzt nicht mehr notwendig. Denn wir haben das eingeführt, Stocks on Fire. Wenn eine Aktie sich deutlich bewegt, stärker als plus oder minus 7%, wie bei Dialog oder wie bei Aurelius, dann wird jede neue Nachricht, die es zu dieser Aktie gibt, sofort durchgepusht per Push-Notification. Kann man einen Alarm setzen, wenn eine Nachricht wichtige News am 52-Wochen-Hoch Allzeithoch macht? Nein, nicht direkt. Sie können sie aber über neue 52-Wochen-Hochs aktivieren lassen. Aber die Kombination dieser Filter ist noch nicht möglich. Wie können Sie das machen? Sie können Kurslisten überwachen. Sie können bei jeder Kursliste können Sie eingeben, hier, ich bin jetzt in der Liste Deutschland 30, informiere mich bei neuen 52 Wochen aus. Und dann werden Sie über jedes neue 52 Wochen hoch informiert. Okay, eine Frage ist, im Price Reaction Scanner, was bedeuten die Zahlen in der Klammer? Das bedeutet, dass es zu Puma insgesamt 4 Nachrichten gab. Ich kann da draufklicken, 1, 2, 3, 4 Nachrichten. 1, 2, 3, 4, ja. Nee. 4 Nachrichten gab es zu Puma. Das bedeutet 4. So, nur der heutige Tag. Heute gab es sogar 16 Nachrichten bei Puma. Ich hatte hier noch gestern mit drin. Bei
Tesco gab es heute zwei Nachrichten, bei Qualcomm auch zwei. Die Anzahl, die Zahl in den eckigen Klammern bedeutet, wie viele Nachrichten es gab. Gibt es nochmal eine Rabattaktion zu DPA AFX? Nein, ist derzeit nicht geplant. Das war eine Einführungsrabattaktion, die ist derzeit nicht mehr geplant. So, liebe Trader, ich habe jetzt kurz und knackig die einzelnen Tools und die Bedeutung dieser Tools vorgestellt. Wer viel Zeit an der Börse verbringt, sollte News Trading betreiben. Es ist eine der effektivsten Trading-Möglichkeiten, die es gibt. Mir hat schon immer daran gefallen, dass die Kursgewinne gleichkommen. Bei fast allen anderen Trades, die man macht, muss man warten, bis dann nach einem Signalbewegung eintritt. Beim Trading von Nachrichten kommt die Bewegung sofort. Man bekommt die Nachricht, man entscheidet sich kaufen oder verkaufen und man weiß sofort, wo man dran ist. Die Bewegung tritt am meisten sehr schnell ein. Gefragt wird, wie kommt es, dass Aktien trotz guter Zahlen fallen? Prinzipiell Aktien steigen dann, wenn die Zahlen deutlich über den Erwartungen ausfallen oder unter den Erwartungen. Gute Zahlen ist ja immer ein relativer Begriff. Bei SAP sieht man hier, erwarten zum Beispiel Analysten im Gesamtjahr 2017 Umsatzerlöse von 23,69 Milliarden Euro. Wenn SAP Zahlen bringt, die andeuten, dass SAP deutlich besser abschneiden wird, als die Analysten erwarten, dann wird die Aktie dazu tendieren zu steigen. Genauso andersrum. Das heißt, eine Firma kann 20% Wachstum haben und 50% Gewinnwachstum, aber wenn Analysten noch mehr erwartet hatten, dann wird die Aktie vermutlich fallen. Es hängt davon ab, wie die Erwartungen sind. Die Erwartungen müssen übertroffen werden, dann tendieren Aktien dazu zu steigen. Wenn die Erwartungen verfehlt werden, dann tendieren Aktien dazu zu fallen. Kann man den Alarm auch mit einem Ton hören? Ja, das geht auch. Sie können sich hier bei den News Impact den Signalton aktivieren. Dann hören Sie im Desk einen Signalton. Wir haben es live verfolgt. Trägerwerk zieht an. Trägerwerk wird immer stärker. Das Webinar habe ich um 18.05 Uhr angefangen. Um 18.90 Uhr haben wir gesehen, dass eine Nachricht von Trägerwerk kam. Um 18.10 Uhr hat unser Bot, unser Algorithmus sofort eine Nachricht verschickt und Sie wurden sofort darüber informiert. Wie gesagt, ich glaube, das ist die Zukunft des Tradings. So, liebe Trader, an diese halbstündigen Webinare habe ich mich ja gewöhnt. Ich kann kurz, aber präzise die neuen Dinge vorstellen. Und wenn jetzt keine Frage mehr kommt, eine Frage noch zu den Apps. Welche nimmt man denn eigentlich? Im Endeffekt, wenn Sie Kunde sind, für Signale nehmen Sie die TraderFox Pro App. Ich zeige das mal. TraderFox App. Hier. Wir haben eine kostenlose App, das ist die Free App. Sobald Sie Kunde sind, nehmen Sie die Pro App für die Signale und die DPA FX Pro App für die Nachrichten. Im Endeffekt, so kann man das sehen. Um bei neuen Chartsignalen informiert zu werden, die Pro App, und bei neuen Nachrichten informiert zu werden, die DPA FX Pro App. Warum gibt es so wenig News Trader? Ja, das war ein Trend, der mit dem Aufkommen der CFD-Broker angefangen hat. Als ich angefangen habe als Trader, war klar, wenn man traden will, braucht man ein Xetra-Orderbuch und man braucht den DPA AFX Pro Nachrichtenfeed. Das war damals so selbstverständlich, wie wenn man heute Tennis lernen möchte, dass man braucht man einen Tennisschläger. Wenn ich Golf spielen möchte, brauche ich einen Golfspieler.
Wenn ich traden möchte, brauche ich den Nachrichtenfeed DPA AFX Pro. Als ich Trade angefangen habe, war das klar. Dann kam auf einmal die CFD-Broker auf und die haben im Endeffekt sich auf das Rumzocken mit DAX und Forex spezialisiert. Wenn man sich auf Rumzocken mit DAX und Forex spezialisiert, braucht man natürlich keinen Aktiennachrichtenfeed. Aber weil diese CFD-Broker so dominant waren, haben die quasi auf allen Messen alle Vorträge gestellt und so weiter und so fort. Auf einmal ist dieses Thema, man braucht einen vernünftigen Nachrichtenfeed, komplett aus der gehypten Trader-Szene verschwunden. Sind die Alerts mit dem Telegram Messenger zu verknüpfen? Ja, das ist ohne Probleme möglich. Wenn man sich zum Beispiel nicht bei Apple, wenn man sich das nicht bei Apple runterladen möchte, dann kann man zum Beispiel sagen, man nutzt die Web-App. Alle Apps sind bei uns auch per Web-App zugänglich. Sie müssen dann im Smartphone einfach diese URL einspeichern in Kombination mit dem Telegram Messenger. Sie können dann sagen, schick mir alle Push-Notifications auf den Telegram Messenger. Das geht auch. So, liebe Trader, dann mein Tipp, versuchen Sie News Trading. Es ist eine Trading-Variante, die einen sehr direkten Impact gibt, die einen sehr direkten Feedback gibt. Man kann sie positionieren, man muss nicht tagelang warten, man weiß meistens sehr genau sofort, ob man richtig lag oder falsch. Und hier bei Trägerwerk, als ich das Webinar begonnen habe, stand die Aktie bei 95,37 Euro. Unser Algorithmus hat die Wichtigkeit dieser Nachricht erkannt, hat eine Push-Notification verschickt. Jetzt sind wir schon 1 Euro die Aktie nach oben gelaufen. In diesem Sinne, einen schönen Abend.